Um Chirurgie zu verstehen, ist erstens wichtig, die Chirurgie abzugrenzen von anderen Fächern. Chirurgie von ihrer Grundidee ist immer operativ. Das heißt, von der Geschichte her hat sich Medizin so entwickelt, es gab irgendwann praktisch die, die operiert haben, Menschen aufgeschnitten haben, wenn man so will, sozusagen bewusst verletzt, um damit Gutes zu tun. Und es gibt die innere Medizin, die eben über Kräuter, Lebensstil, Beratung, Prävention und andere Sachen arbeitet. Es gibt andere operative Fächer, Orthopädie. Orthopädie ist oft schwierig abzugrenzen von der Chirurgie. Die Grundidee in der Orthopädie ist die Auseinandersetzung mit dem skelettomuskulären System. Auch das Operative, was dazugehört, aber eher unter dem Aspekt praktisch der Funktionalität des Körpers. Also Fehlstellungen beseitigen, operativ, präventiv tätig sein, um bestimmte strukturelle Verbesserungen herbeizuführen oder so. Während die Chirurgie, was das skelettomuskuläre System anbelangt, dann in die Traumatologie einsteigt, also die Lehre der Verletzungen, Trauma, die Verletzung und praktisch die Wiederherstellung der körperlichen Integrität nach so einer Verletzung. Und da gibt es Überschneidungspunkte, zum Beispiel Hüftprothesen machen beide. Man würde dann eher sagen, die Orthopädie macht sozusagen die präventive Prothetik, die Traumatologie, die posttraumatische, also alles, was durch Unfälle oder Frakturen entstanden ist. Die Chirurgie selber hat sich mittlerweile in etliche Unterdisziplinen entwickelt. Wir haben spezielle Kinderchirurgie, nicht nur, weil es kleinere Instrumente sind, was eigene Fähigkeiten braucht, sondern auch, weil es bestimmte Methoden und Sachen gibt, die anders sind. Wir haben eine Thoraxchirurgie, wir haben eine Herzchirurgie. Also da gibt es sehr, sehr viele Spezialitäten, die wir irgendwann noch ansprechen, aber nur ansatzweise. Der Kernpunkt für eure Ausbildung ist die Traumatologie, also die Verletzungen, die Frakturen. Damit man überhaupt chirurgisch operativ tätig sein kann, braucht es immer praktisch eine Anästhesie. Früher hat man das mitgemacht. Ich kenne auch die Situation, dass eine OP-Schwester sozusagen die Narkoseschwester war. Es war kein eigener Arzt im Raum anwesend, sondern der Chirurg hat, während er sich die Hände gewaschen hat, der Anästhesieschwester gesagt, was sie jetzt spritzen soll oder wie viel Tropfen sie geben soll vom Anästhetikum und hat sozusagen damit den Patient in Schlaf und in die Narkose gebracht. Knochen-OP ist der sterilste OP in jeder Klinik, weil eben Infektionen am Knochen entsprechend dramatische Auswirkungen haben. Und wir haben eben die Anästhesie als eigene Grundlage, da werden wir nochmal in einer eigenen Einheit drüber sprechen. Die Chirurgie hat wie jedes andere Fach auch, also am Anfang immer die Diagnostik, besteht immer aus Anamnese, auch bei Unfällen oder Traumen, was ist eigentlich genau passiert. Das bringt, wenn ihr die nötige Erfahrung habt, den Zusammenhang, was kann an Verletzungen sein. Wir haben zum Beispiel ganz oft, wenn die Leute sich den Kopf anschlagen, mit Verletzungen oder mit Beteiligung im Bereich der Halswirbelsäule. Die Anamnese, für euch auch wichtig, wenn ihr dann chirurgische Patienten behandelt, lasst euch immer mal erzählen, was ist eigentlich gewesen, wird für euch zum entscheidenden Punkt, wenn ihr selber sowas wie Sportplatzdienste macht oder Vereine betreut oder so, kommt ihr ganz schnell in die Situation, dass man auf euch schauen wird, muss der jetzt in die Klinik, muss man Krankenwagen rufen oder nicht? Und da müsst ihr entscheiden, um was es geht. Symptome bei Verletzungen. Wunden sind eine einfache Geschichte. Man sieht es, ist halt offen. Eine Wunde ist grundsätzlich die Hautdurchtrennung. Eine einfache Wunde, Schürfung, ist auch die Oberfläche der Haut weg, bis eben zur Durchtrennung aller Hautschichten, das, was wir im klassischen Sinn unter einer offenen Wunde verstehen würden. Wunden wäre dann auch ein eigenes Thema, gibt ein paar Besonderheiten, die wir uns anschauen müssen. Der Kernpunkt in der Traumatologie ist dann eben die Fraktur, der Knochenbruch. Die Verletzungen werden klassisch an den Frakturen benannt und der Rest heißt Begleitverletzung. Also wir sprechen zum Beispiel von einer Sprunggelenkfraktur mit Schürfung, dann wäre es eine offene Fraktur schon, also mit einer Hautverletzung, mit Nervenverletzung, mit Gefäßverletzung.
Diese Begleitverletzungen können aber entscheidender Faktor für die Versorgung, für die Ruhigstellung und damit auch für euer Problem sein, wie lang praktisch, also wie sich das mit der Nachsorge abspielt. Der traumatologisch-chirurgische Versorgungsablauf ist relativ einfach, solltet ihr aber immer im Kopf haben. Als erstes, wenn man so will, passiert das Trauma, das ist die Vorgeschichte. Dann haben wir die Diagnostik. Bei der Diagnostik haben wir als erstes immer die Sicherung der Fraktur. Es gibt für die Fraktur unsichere Zeichen, also Schmerz, Bewegungsstörung, Schwellung und so. Das ist alles nett, hilft euch aber nicht wirklich weiter. Es gibt 4 sichere Frakturzeichen. Sichtbarer Knochen, abnorme Beweglichkeit, abnorme Stellung und Krepitation, Knochenreiben. Das heißt, das sind die 4 Zeichen, bei denen ihr immer sicher sein könnt, da ist der Knochen kaputt. Das hieße für euch jetzt in der Erstversorgung, Ruhigstellung, übrige Vitalfunktionen sichern und immer Rettungsdienst. Ist einfach nichts für einen Privatwagen, wenigstens nicht in unserer Region, ist nichts irgendwie, was man anstehen lassen kann. Die Frakturversorgung sollte so zeitnah wie möglich passieren. Primärversorgung innerhalb der ersten 4 bis 6 Stunden ist optimal. Was länger geht, muss man sekundär versorgen, bringt Zeitabläufe schwierig und, und. So, dann hätten wir die Frakturzeichen. Die Fraktur wird immer gesichert durch ein Röntgen in 2 Ebenen. Röntgen in 2 Ebenen heißt, ein Röntgenbild in einer Richtung, also zum Beispiel anterior-posterior, und das zweite im 90-Grad-Winkel, die 2. Ebene vom Röntgenbild. Dadurch vermeiden wir, Verschiebungen, die genau in einer Achse passieren, zu übersehen. Weil wenn wir genau in einer Achse schauen, theoretisch könnte sich jemand exakt hinter dir verstecken, den ich nicht sehe, sondern erst sehe, wenn ich eben den Winkel verändere. Und der 90-Grad-Winkel ist praktisch das, was uns in der Chirurgie, in der Traumatologie als diagnostische Vorgabe geben. Es lässt sich manchmal rein pragmatisch nicht umsetzen von der Röntgentechnik, aber es ist das, was wir immer anstreben. Gleichzeitig Röntgen der beiden angrenzenden Gelenke. Das sind alles Probleme des Arztes eigentlich. Ihr müsst nur wissen, die sicheren Frakturzeichen, dann Röntgen als Sicherung der Diagnostik. In unsicheren Fällen Computertomographie oder andere Verfahren. Wenn wir die Fraktur gesichert haben, kommt als erster Versorgungsschritt immer die Reposition. Die Reposition ist ein wichtiger Vorgang. Die Reposition entscheidet eigentlich über das Endergebnis. Jetzt kommt nur das Problem, bis es wieder verheilt, geht es unterschiedlich lang, bei Knochen zwischen 3 und 12 Wochen. Und so lange möchte es keiner festhalten. Und damit kommt eben die Notwendigkeit der Fixierung des Repositionsergebnisses. Das heißt also, wir haben als Schritte Unfall, Trauma, Diagnosestellung, Reposition, Fixierung des Repositionsergebnisses. Das ist die traumatologische Versorgung. Und klassisch, wenn das soweit ist, dann kommt ihr ins Spiel im Bereich der Rehabilitation. Das wäre sozusagen der Abschluss. Beginnt dann eigentlich nach der Ruhigstellung, dass man sich überlegt, wie kriegen wir den jetzt funktionell wieder auf die Reihe.